Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Es ist mir immer eine Freude, hier bei den Open Cloud Days zu stehen. Ich persönlich bin von der Firma Ungleich, bin dort der CEO oder President oder auch anders ausgedrückt. Ich bin leidenschaftlicher FOSS-Hacker und darum auch heute wieder hier. Heute möchte ich ein bisschen über Installation Support sprechen bei CDIST. Und ganz zum Anfang, wir haben jetzt relativ, sage ich mal, langen Lauf hinter uns gehabt mit relativ vielen Reden. Ganz kurz ins Publikum noch die Frage so, was ist Configuration Management? Ich würde jetzt gerne noch so 5 kurze Begriffe hören, so von was ihr glaubt, was Configuration Management ist. Ich würde ganz unverhohlen irgendwelche vorne mal ganz kurz starten. Gut, der erste ist Puppet. Finde ich nicht gut, aber es macht nichts. Jens, gehe ich zu dir. Scale-out, nehmen wir mit. Dich kenne ich nicht, aber frag mal ganz kurz, was denkst du, Configuration Management? Infrastructure in Code, genau. Ah, ganz kurze Frage. Versteht jeder Deutsch? Entschuldigung, okay. Da haben wir noch jemanden? Lebensversicherung, sehr schön. Sehr schöne Sachen. Ich breche es meistens down auf sehr einfach, so Manage Configurations in a well-defined way. Ich habe irgendwo definiert, wie handhabe ich meine Konfiguration, wie benutze ich sie. Für mich persönlich, und da kann auch jeder nicht meiner Meinung sein, das ist völlig in Ordnung, bedeutet das, die Sachen sind reproduzierbar. Das, was ich gemacht habe, was ich konfiguriert habe, kann ich einmal machen, kann ich zweimal machen, kann ich beliebig häufig machen. Dazu steht für mich auch so ein bisschen Idempotenz von, ja, ich kann es mehrfach laufen lassen und es ist dasselbe Ergebnis. Dokumentationscharakter, Lebensversicherung, das ist genauso. Und auch das Scale-Out. Configuration Management macht aus meiner Sicht früh Sinn, ab, ich sage mal, 2, 3 Rechnern. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich in Hunderten, Tausenden Rechnern spreche. Meine andere Frage ist so, wann nutze ich Configuration Management? An welcher Stelle von meinem Lifecycle? Jetzt mache ich einen ganz, ganz Mini-Branch raus. Ich nehme immer das bisschen ungewollte Wort ITIL in den Mund. ITIL ist vielleicht einigen ein Begriff, vielleicht haben auch einige davon gehört und versucht es nicht anzuschauen. ITIL ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Framework für wie handhabe ich meine IT-Infrastruktur. ITIL definiert auch sogenannte Lifecycles von ich bestelle einen Rechner, ich installiere ihn, ich verwalte ihn, ich benutze ihn, ich phase ihn auch wieder aus meiner Infrastruktur. Und aus der Hinsicht ist ITIL halt ein sehr, sehr mächtiges Framework. Jetzt ganz kurz auch nochmal ins Publikum. Ich gehe sonst mal hier rüber. An welcher Stelle wird Konfigurationsmanagement benutzt? Wenn der Rechner, also man bestellt einen Rechner und ab wann wird der Rechner benutzt? Irgendeine Ahnung? Nicht so groß. Kein Problem. Jetzt komme ich mal zum Jens, der weiß das sicher. So, ab wann benutzt du Configuration Management? Sobald er einen Server hat. Okay. Ich gehe noch ein bisschen spezifischer drauf, so was, wo ich sehe, typisches Configuration Management, wie es funktioniert, wie es benutzt wird. Wenn ich ein typisches Configuration System habe, muss ich zuerst einmal Pakete installieren, um es benutzen zu können. Ich muss den Dienst aufsetzen, um die Konfiguration überhaupt zu ermöglichen auf dem Server. Dann verbindet sich mein Client, je nachdem, in welche Richtung es geht, zurück zum Konfigurationsserver und sagt, hey, ich möchte gerne konfiguriert werden und bekommt dann die Konfiguration. Das ist so das Typische, was im Moment läuft. Entschuldigung, bin ich zu weit. Meine Frage wäre jetzt sozusagen, welchen Teil habe ich nicht da drin in meinem Konfigurationsmanagement? Was fehlt mir? Eben hat man gesagt, wir fangen Konfigurationsmanagement an mit einem Server. Aber was passiert zwischen, ich bestelle einen Server und mache diese Schritte dort? Okay, ich sehe es schon. Ist, ja? Das initiale Setup. Genau, das initiale Setup. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, alles fehlt. Eigentlich stimmt natürlich nicht, aber alles fehlt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Konfigurationsmanagementsystem installiert habe auf dem Rechner. Und ich persönlich habe den Hintergrund aus der ETH, wo wir auch relativ viele verschiedene Landschaften administrieren mussten und auch VM oder
Cloud-Infrastrukturen hatten. Die Umgebung zwischen einer VM und einem Rechner sollten eigentlich gleich behandelt werden. Das heißt, von der Installation hin bis zur Konfiguration kann man beide Stacks eigentlich gleich behandeln, wenn das Konfigurationsmanagement das denn unterstützt. Nochmal kurz zu dem, ich weiß nicht, wie low-level jetzt alle Teilnehmer hier noch da sind vom Wissen her, wie man einen Rechner heutzutage aufsetzt. Es geht ja heutzutage, muss ich sagen, ist relativ einfach, man bekommt sehr viel vorinstalliert. Um einen Rechner eigentlich aufzusetzen, muss man ihn erstmal partitionieren. Man muss auf den Partitionen, die man erstellt hat, Dateisysteme erstellen, sei es ein ZFS, sei es ein XFS, was auch immer. Und dann erst kommt das Betriebssystem. Und es fehlen relativ viele Schritte schon, wenn man nur sozusagen Configuration Management macht auf dem Betriebssystem. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe über das Thema am Linux-Tag vor etwa rund 1,5 Jahren schon mal ein bisschen geredet. Wie gesagt, dort war es ein Prototyp. Stimmt auch nicht ganz. Wir haben das Ganze schon über 2 Jahre produktiv im Einsatz, aber halt nicht offiziell in den Sourcen von CEDIS drin. Zum Hintergrund, für diejenigen, die alle so ein bisschen aus der Puppet-Chef, Ansible-Welt kommen, CEDIS ist an der ETH entstanden, ist ein sehr leichtgewichtiges Configuration-Management-System, was in Python geschrieben ist, der Core in Python ist, aber die Konfigurationen sind in Shell-Script. Und seit neuestem ist es in den Sourcen eigentlich auch drin, wir können Betriebssysteme installieren und konfigurieren mit CEDIS von Bare Metal weg. Man braucht also gar nichts. Und wie das funktioniert, ist für jemanden, der CEDIS geschrieben hat, relativ einfach. Wie das funktioniert ist, CEDIS erzeugt ein sogenanntes Pre-OS. Pre im Sinne von, bevor ich ein Betriebssystem installiere, erzeugt das CEDIS ein Pre-OS. Das Pre-OS wird gebootet auf dem Rechner, auf der VM und wartet dort oder triggert, dass es eine Konfiguration bekommt. Und die Konfiguration, und das ist der springende Punkt, das ist der Unterschied zwischen allen anderen Konfigurationsmanagementsystemen und CEDIS. Bei CEDIS ist das Betriebssystem und die Partitionierung und das Dateisystem sind Teile der Konfiguration. Das heißt, wenn wir von Cloud sprechen und sagen, ich kann heute meine VM verlieren und morgen woanders hin deployen, habe ich nicht alle Parameter drin. Mit CEDIS kann ich sagen, mein Oracle, das braucht ein XFS, mein SmartOS, das braucht unten drunter ein ZFS. All diese Parameter kann man mit CEDIS abbilden, die mit einem Konfigurationsmanagementsystem nicht gehen. Genau, jetzt wäre noch für diejenigen, die ein bisschen tiefer in der Materie sind, so wie starte ich denn überhaupt CEDIS? Wie komme ich denn überhaupt dahin, dass ich eine Konfiguration haben kann? Ich kann CEDIS via Netzwerk starten, also klassisch PXE. Ich kann CEDIS von einer CD-ROM starten, falls es so etwas noch gibt. Oder halt vom USB-Stick. Genau. Das ist eigentlich das, was jetzt in CEDIS 4 vorhanden ist. Man kann alle Konfigurationen an einer Stelle speichern. Ich kann wirklich von auf diesem Rechner befindet sich eine Red Hat 7 auf XFS, auf den Partitionen. Das kann ich alles im Konfigurationsmanagementsystem abbilden. Ja, ich persönlich halte mich jetzt ein bisschen kürzer. Das wäre eigentlich schon von dem, was ich erzählen wollte. Wenn jemand Interesse daran hat, das Ganze zu nutzen oder noch mehr Fragen hat, so wie es funktioniert, bin ich gerne dafür offen, nachher noch Fragen entgegenzunehmen. Wir sind logischerweise via E-Mail, Twitter und normalen Web erreichbar. Ich werde nachher noch einen OpenNebula-Workshop geben, für die interessiert sind. Wird auch recht spannend. Und schon als kleiner Preview, es ist auch ein sehr einfaches System zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite. Vielen Dank, Nico. Ich bin froh, hast du noch auf den Workshop hingewiesen, was du dort machst. Wenn es Fragen gibt, jetzt noch.
Ja, dort hinten. Ah. Nur, ich hatte Freude, dass du gesagt hast, Python programmiert und dann die Shell-Scripts. Yep. Kannst du ein bisschen mehr sagen, zum, wie man damit arbeitet, jetzt ohne gerade in die Demo zu gehen, aber wie machst du von der Konfiguration her, wie schick ist das? Sicher. Der Hintergrund dort ist, CEDIS, der Kern selber, ist in Python 3 geschrieben. Und jetzt jeder, der hier irgendwie in Red Hat fährt, wird jetzt sagen, oh mein Gott, Python 3! So etwas Modernes. Es ist gerade mal 8 Jahre alt. Es ist noch nicht im neuen Red Hat 7 drin. Das ist kein Witz. Ihr braucht kein Python auf den Zielsystemen. CEDIS ist von der Architektur her auf dem Client-System, von dem man aus konfiguriert, wird Python 3 benötigt. Im Moment 3.2. Wir werden demnächst auf 3.4 aktualisieren. Auf den Zielsystemen braucht es kein Python, braucht es nur ein SSH-Server. Das heißt, die Konfigurationen selber von CEDIS sind im kleiner Widerspruch, aber idempotenten Shell-Skript geschrieben. Und das ist auch die Mächtigkeit von CEDIS. Wir haben ein kleines Projekt, was wir im Moment noch nicht stark voranbringen möchten. Aber theoretisch kann man mit CEDIS auch Cisco-Switches oder Arista-Switches konfigurieren. Und das Einzige, Gesundheit, das Einzige, was man auf der anderen Seite braucht, ist nur ein SSH-Service. Und das stimmt auch noch nicht mal, es könnte auch Telnet sein. Das ist der Hintergrund da. Das ist eigentlich so das Beste aus beiden Welten.